Hallo lieber Steinbock, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche und finanzielle Situation uns anschauen für den Monat August 2024. Bitte bedenke, dass es kollektiv ist, das sage ich jedes Mal, erwähne es auch. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Was du aber machen kannst, ist, lieber Steinbock, hör dir deinen Aszendent, Mond- und Venus-Sternzeichen, valutiere das Ganze und dann setzt du es so um, wie du das brauchst für dich. Ja? Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir starten mit der Startenergie und da hat sie schon etwas selbstständig gemacht. Wir schauen uns die Karte an und zwar die Transformation. Das ist eine wunderschöne Karte. Alles, was sich transformiert, ist immer schön. Und zwar hier kommen natürliche Veränderungen. Die gehören zu dir, die gehören zu deiner Situation. Das ist wie wenn du jetzt hier auf deinem Seelenweg bist und die Dinge, die du jetzt gemacht hast oder machen wirst, werden sich ändern. Ja, du brauchst dich jetzt nicht zu erschrecken, Entschuldigung. Die Karte sagt auch, sei nicht ängstlich, weil jetzt kommt das, was du nicht kennst. Das Ungewisse, das Unbekannte, würde ich hier sagen. Ja, also wir sind vor einem Weg. Das kann gut sein, du befindest dich wirklich vor einem Weg. Ja, also vor einer Situation, in der du nicht ganz genau weißt, wo führt mich diese Situation. Das ist wie dunkel. Also metaphorisch gemeint, sehen wir im Dunkeln nicht. Ja, das ist klar. Was bekommen wir? Angst. Ja, aber diese Karte lädt dich ein, nicht ängstlich zu sein, diese Angst zu überwinden. Und es kann gut sein, dass gewisse Situationen auf dich zutreffen. Je nachdem, was es ist, empfängst du es als positiv oder negativ. Aber diese Veränderungen müssen stattfinden. Ja, es ist wichtig, diese Transformation. Also ähnelt auch für mich an die Todeskarte. Die Todeskarte ist diese Transformation, indem wir auch etwas akzeptieren. Etwas stirbt ab und etwas Neues kommt in deinem Leben rein. Aber natürlich kennt man diese Situation nicht, ja? Man kann ängstlich sein, man kann sagen, oh mein Gott, es ist etwas Unbekanntes oder Ungewisses, ja, was ich gerade erfahre. Aber das alles darf dich nicht erschrecken. Du darfst dich jetzt nicht erschrecken, du darfst jetzt hier nicht ängstlich sein, weil es ist Teil deiner Mission, würde ich hier sagen, ja? Also ganz deutlich würde ich jetzt hier auch, wie sagt man das, diese Transformation als Chance sehen. Ja, als Angelegenheit, okay, für dich oder auch für die Menschen, die um dich sind. Das kann ja auch gut sein, nicht nur du bekommst, also bist Teil dieser Transformation, sondern auch andere Menschen sind Teil dieser Transformation, ja? Okay, gut, mal schauen, was der Vollmond, ja, in Steinbock, in deinem Sternzeichen dir geschenkt hat, welche Angelegenheit, welche Türe hat sich geöffnet, welche Türe hat sich geschlossen hinter dir. Das werden wir jetzt sehen, was uns die berufliche und finanzielle Orakelkarten uns preisgeben. Da bin ich auch selber immer sehr gespannt. Deine Situation wird stabil. Le tue condizioni si stabiliranno. Also das kann gut sein, dass du jetzt irgendwo in einer Situation bist, wie ich ja gesagt habe, du siehst nicht, du denkst, ich bin jetzt irgendwo reingefallen. Es könnte gut sein, du bist im Ungewisse, das ist unbekannt für dich, du fühlst dich nicht sicher. Was braucht ein Erdelement? Steinbock, Jungfrau, Stier, Boden. Ein gutes Boden, ja, Fundamente. Und ein Steinbock wird wahrscheinlich nicht alle Aktionen machen, die vielleicht ein Schütze machen würde, ja, oder ein Löwe oder ein Wassermann, ja. Also diese Elemente, das ist klar, du bist ein Kind, sage ich immer. Du bist eine weibliche, von der weiblichen Energie, du bist ja im Erdelement, aber trotz dessen bist du noch eine männliche Energie. Ja? Wenn man das als Aszendent hat, zum Beispiel war man in einer früheren Inkarnation, also die vorletzte Inkarnation, war man ein Mann mit Höchstwahrscheinlichkeit. Ja? Also das kommt immer drauf an. Auch in deine ganz, also wo dein Mondknoten ist. Also man kann das nicht nur an einer
Situation, also an einem Detail sehen. Man muss sich schon die gesamte Karte anschauen. Aber es geht hier darum, dass du ja auch merkst, wie diese Stabilität in deinem Leben kommt. Und die weibliche Energie, ja, das ist so eine unbewusste Energie, ja, deswegen. Und die aktive Energie ist da viel, viel schneller, um umzuwandeln, ja. Aber wir brauchen beide. Ich sage ja immer, wir brauchen weiblich und männlich in uns. Und ich würde hier sagen, dass diese Situation momentan vielleicht hapern kann oder du fühlst dich unwohl, du sagst, oh mein Gott, was weiß, was mich da alles erwartet. Ne? Ich lasse es vielleicht auch in Gottes Hand, sagt man bei uns. Lascio tutto in mano a Dio. Natürlich, Gott weiß, was für dich richtig ist, weil du ein Gotteskind bist, weil du quasi diese Essenz in dir trägst. Aber es ist auch wichtig, dass du an dir glaubst, dass du ganz genau weißt, dass du das manifestierst, dass das von innen kommt, was alles außen du siehst. Und das könnte hier eine Situation sein, in dem die Konditionen in deinem Leben nicht gerade die besten sind oder du hast auch Angst, einen Fehler gemacht zu haben. Du hast dich vielleicht für etwas entschieden. Aber mit der Zeit wirst du merken, dass die Situation sich stabilisieren wird. Ja, egal was es ist. Ich weiß es ja nicht, wo du diese Transformation hast, lieber Steinbock. Das ist in generale, das ist allgemein. Verstehst du? Das ist jetzt nicht so ein Punkt, ich sage nur beruflich. Nein, es kann auch in der Liebe sein, dass du diese Transformation erlebst und das auch eine Wirkung hat auf deine Arbeitsverhältnis, ja? Jeder nimmt es und setzt das um. Aber die Konditionen, das ist schon mal sehr gut, werden positiv. Also ich sage dir nur eins, lieber Steinbock. Ich habe mir immer jetzt in meinem Kopf eingestellt, quasi. Also für mich, das ist jetzt meine private Einstellung, ja? Jeder macht es so, wie er will. Aber diesen Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass am Anfang diese Transformation, alles, was kommt, ist für uns unbekannt. Wir haben Angst. Ich bin selber auch ein Mensch, so wie du. Ich bin auch sehr ängstlich, wenn etwas kommt und ich nicht kenne. Aber ich weiß, das ist immer für meinen Wohlen. Also es kommt etwas in meinem Leben, aber es ist, damit ich etwas Neues lerne, Erfahrung sammle. Und natürlicherweise, es ist etwas, was ich wachse. Es ist etwas, was ich brauche, weil meine Seele es möchte. Also wenn du dich auf die, quasi an die Seele verlässt, ja, wenn du die Seele deinen Körper beherrschen lässt, weil es gibt viele Leute, die quasi im Kampf haben gegen Körper und Seele. Sie wollen nicht diese rationale Seite. Diese rationale Seite und die Seele sollten eins werden, genauso wie der Geist. Also alle drei gehören in eins. Es gibt viele Situationen, in denen sie nicht in Akkord und nicht auf einem Punkt, auf einem Nenner sind. Ja, das ist halt, das merkst du mit Krankheiten, das merkst du mit Situationen, die nicht gut sind in deinem Leben. Ja, das manifestiert sich dann so. Okay. Schauen wir jetzt mal weiter. Ah, ich habe es gesehen, der ist gedreht. Ja, das machen meine Kinder. Die drehen gerne, die machen gerne rum an meine Sachen. Aber wie gesagt, ich bin da echt froh. Bald kann ich vielleicht umziehen hier. Ich sag vielleicht, weil ich weiß ja nicht, wann wir fertig werden, dass ich auch mal meine eigene vier Wände habe. Also quasi, wo ich mein Büro unterstellen kann, weil es wird alles zu viel. Und hier im Schlafzimmer wird es langsam eng. Das ist klar, ne? Also das ist ein bisschen unangenehm auch. Also diejenigen, die jetzt von zu Hause arbeiten oder ein Büro zu Hause haben, wissen das, wie man wirklich dankbar sein kann, wenn man ein Zimmer für sich hat, ja? Wow, un accordo. Also du bist hier eine Frau, die weiß, was sie will. Du bist hier eine Frau, wenn du jetzt eine Frau bist, weil natürlicherweise kannst du auch ein Mann sein. Ich sage es dir gleich, was auf dich zukommt, auch als Mann. Du bist hier eine Frau, die ganz genau weiß, wo sie ihre Grenzen setzt, was sie will. Und ich denke, du hast hier jemanden kennengelernt. Liebe Steinböcke Frauen, hier gibt es jemand in deinem Leben, ein Mann, der es dir angetan hat, eine Freundschaft, etwas. Hier könnte nicht nur Freundschaft, hier ist auch un legame forte, Passione, also hier ist Leidenschaft. Hier könnte aber auch ein Vertrag sein, ja. Für mich, zwei der Kelche, ist ja auch mein der Vertrag. Also in viele Legungen könnte es der Vertrag repräsentieren, aber hier ist es noch mal detailliert in Sache Liebe. Hier ist die Karte wirklich darauf hingewiesen, auf die Liebe. Aber ich könnte mir hier auch vorstellen, dass du jemanden kennengelernt hast und du freust dich über diese Person.
Hier könntest du auch Mann sein und du hast diese Frau kennengelernt. Höchstwahrscheinlich kann sie hier auch Witwe sein. Ja, diese Karte sagt Wedowa, ja, Witwe. Das kann gut sein, man ist schon längere Zeit Witwe, oder es kann auch gut sein, man ist eine Frau, die schon längere Zeit alleine war, ohne einen Partner. Hier ist nämlich die Karte, deutet auf diese Frau, die hier keinen Partner hat, ja, oder länger keinen Partner. Und du hast diese Person kennengelernt. Falls du ein Mann bist oder du als Frau, du hast jemanden kennengelernt und diese Beziehung, diese Situation, dass du ihn oder sie kennengelernt hast, bitte setz das um. Das ist kein Zufall. Ja, also diese Person ist nicht zufälligerweise in deinem Leben gestoßen, sondern es ist extra so gekommen. Ja, vor allem kann das gut sein, dass diese Person in deinem Leben aufgetreten ist, gerade da, wo du Schwierigkeiten hast. Das ist wie so ein Schubser, wie so eine Hilfe, wie so eine Hand. Es kann gut sein, dass du ihr gut tust, weil sie ihren Mann verloren hat, weil sie jemanden verloren hat. Kann ja auch gut sein, sie hat ihren Sohn verloren, ihre Tochter muss nicht unbedingt Mann sein. Diese Karte deutet einfach, dass diese Frau Unluto, wie sage ich das jetzt auf Deutsch, diese Person hat einen sehr schweren, ich würde mal sagen, einen schweren, mir fällt es jetzt auf Deutsch nicht ein, die Wörter, aber ihr versteht schon, was ich meine, ja, das ist eine Witwe, jemand, der sein Kind verloren haben könnte, eine Wunde, eine große Wunde, ja, ein Dolore, eine schmerzhafte Wunde, ja, etwas, was man nicht einfach so von heute auf morgen vergessen kann, ja. Und du könntest jetzt dieser Person gut tun. Du könntest für diese Person eine Erleichterung sein. Es kann auch nur eine Freundschaft sein. Leute, gehen wir davon auch aus, dass du eine nette Frau kennengelernt hast und du nicht unbedingt mit dieser Frau eine Beziehung anfangen musst, sondern du sagst, ich bin jetzt bereit, mit dieser Frau hier erstmal eine Freundschaft aufzubauen. Ich fühle mich wohl mit ihr oder ich fühle mich wohl mit ihm. Er lenkt mich ab. Er weiß, wie das geht. Nicht alle Männer können das. Nicht jeder kann so einer Frau, so sage ich mal, so das Wasser reichen. Okay? Also da musst du dich wirklich geehrt fühlen, weil das ist eine Frau, die ganz genau weiß, was sie will. Natürlich, sie ist hier in sehr mit den Gedanken assoziiert. Also sie könnte hier Zwillinge, Waage, ja, Wassermann sein, aber sie ist eine Person sehr, oh, wie sage ich das jetzt auf Deutsch? Golta, molto golta. Einen sehr guten Benehmen. Weißt du, wenn man so von Adlige abstammt, so eine Situation. Also es könnte eine Frau sein, die wirklich weiß, wie man umgeht, mal gute Manieren. Das ist eine Frau, die gute Manieren hat. Heutzutage ist es sehr schwer, ich sag mal so, solche Personen kennenzulernen, die gute Manieren haben. Sagen wir mal ganz ehrlich, das ist sehr, sehr schwer, weil die Leute sind heutzutage wirklich, ich sag, seit dem Corona sind wir sowieso irgendwie alle verrückt geworden. Die ganzen Leute, die greifen sich gegenseitig an, es gibt keinen Respekt mehr. Und solche Menschen gibt es sehr selten, ja. Vielleicht ist es auch deine Energie, bist du irgendwo in diesem Aszendent, Mond, Venus, kann ja gut sein. Oder auch die Frau, die du kennengelernt hast. Es könnte aber auch gut sein, du hast Probleme mit dieser Frau. Was mir die Geistführer auch kommunizieren, ist, dass du es gut überwinden wirst. Mit dieser Person wird sich oder wirst du einig sein. Es kann ja auch gut sein, das ist eine Arbeitskollegin, du hast dich verstritten oder man hat sich jetzt hier irgendwie, man ist nicht auf den gleichen Nenner gekommen. Kann aber auch gut sein, du hast dich von deiner Frau scheiden lassen oder getrennt und du sagst jetzt, Katja, ich habe jetzt Schwierigkeiten, aber es wird eine Lösung gefunden. Du wirst die Situation sehr, sehr gut sozusagen umsetzen können, ja? Wow, sehr schön. Okay, lieber Steinbock, das war jetzt hier deine Legung. Also sehr vieles auch über die Liebe, sehr vieles über Emotionen, aber muss nicht unbedingt der Partner sein, die Partnerin, weil wie gesagt, wir haben ja auch eine Frau, die sehr lange solo war oder auch Witwe. Ja, das ist hier eine Frau, du setzt das bitte um, weil du kannst genauso ein Mann sein und dieses Problem
haben, ja, dass du sagst, ich fühle mich alleine oder vor kurzem ist meine Frau gestorben, es tut wahnsinnig weh, ich brauche jetzt einfach jemanden, damit ich mich ein bisschen ablenke. Weißt du, Freunde, jemanden zum Reden, man muss nicht immer gleich eine Beziehung starten. Das sage ich jedes Mal auch meine Kunden, ich habe so Kandidaten, die immer öfters anrufen und immer neue Männer haben. Und sie wissen das ganz genau, was ich sage. Ich sage immer, finde deine inneren Frieden. Such das nicht in andere Männer. Du kannst mit denen eine Freundschaft haben, aber du musst nicht gleich irgendwie flirten oder mit dieser Person quasi im Bett landen und denken, dass es halt der Ersatz ist, weil keiner wird der andere ersetzen. Es gibt keinen Ersatz für diese Person, die hier vielleicht nicht mehr auf diese Dimension ist. Versteht ihr das? Wir können nicht andere Personen ersetzen. Und sie war. Diese Person ist einzigartig. Wir können neue Menschen kennenlernen, eine neue Situation kreieren. Aber ersetzen wir nicht die alten Situationen, die alten Menschen. Kreieren wir neue. Das ist der Punkt. Die Transformation bedeutet auch kreieren. La distruggiamo, wir vernichten etwas Altes und wir bauen etwas Neues. Ja? Okay. Lieber Steinbock, falls ich dir behilflich war, freue ich mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Ja, mach's gut. Ciao!